Hallo und herzlich willkommen bei Lovely Books. Die Schreib-WG ist heute zu Gast hier und wir haben jetzt die Ehre, das erste Interview des Tages zu führen, nämlich mit der Marina. Hallo. Genau, und ich gebe direkt zu Beginn an die Nika, die direkt loslegen darf. Genau, wir haben nämlich ganz viele Fragen, die euch bestimmt auch ganz doll interessieren. Und zwar, was ist denn dein Job bei Lovely Books? Genau, also ich bin Community Manager bei Lovely Books und bin auch verantwortlich für die Social Media Kanäle. Okay. Das ist das, was jedenfalls auf der Visitenkarte steht. Also, was machst du dann jeden Tag? Genau, also ich mache jeden Tag quasi immer wieder unterschiedliche Sachen. Das ist das Schöne an dem Job. Ich arbeite sehr viel mit der Community zusammen, deswegen auch der Name. Ich lege Leserunden an und Buchverlosungen, die Verlage und Autoren bei uns buchen können. Ich kümmere mich eben um die Social-Media-Kanäle, dass wir dort Aktionen vorstellen, die Lovely Books macht. Und genau, beantworte Fragen von Autoren, von Verlagen und von der Community, wenn es irgendwelche Probleme gibt auf der Seite. Also schon abwechslungsreich, ne? Ja. Darf ich gleich anhören? Ja. Genau. Du sagst Social Media Kanäle. Was sind denn eure Social Media Kanäle? Genau, also wir sind bei Facebook, bei Twitter und bei Instagram. Und sind gerade, insbesondere bei Instagram, gerade sehr aktiv, weil wir da halt auch sehr viele schöne Fotos von sehr vielen schönen Büchern zeigen können, die User dann auch bei uns in Leserunden und Buchverlosungen gewinnen können. Okay, ihr habt alle gehört. Instagram, ja, schaut vorbei. Und seit wann machst du das hier bei Lovely Books? Ich arbeite jetzt seit fast 4 Jahren bei Lovely Books. Okay, und immer in der gleichen Position? Jein. Ich habe als Volontärin angefangen 2015 im Community Management und habe dann nach schon einem halben Jahr eine Elternzeitvertretungsstelle für die Stelle, die ich jetzt mache, bekommen und bin seitdem hier. Okay, das hat, also wie bist du zu Lovely Books gekommen, dann auch Volontariat? Und exakt, dann, ja. Genau. Ich habe vorher studiert und bin dann übers Volontariat hierher gekommen. Und schon wieder hast du was? Das ist jetzt ein bisschen peinlich. Ich habe BWL studiert und Buchwissenschaften. Oh, das ist aber spannend. Außer BWL. Ja, und hier führst du beides zusammen so ein bisschen, das stimmt, oder? Ja? Das stimmt. Man hat ja auf jeden Fall so eine Kombination, gerade beim Buch. In der Buchbranche ist es ja oft so, das ist so eine Liebhaberei. Mhm. Und BWL hilft einem da schon nochmal, dass es halt auch etwas ist, wo man wirtschaftlich denken muss. Also was? Quasi das Emotionale und das Analytische so ein bisschen vereint. Genau. Das ist ganz cool. Gut, ja. Sehr cool. Was gefällt dir am besten an deinem Job? Die, was wir gerade auch schon gesagt haben, die Vielfältigkeit. Also ich finde es ganz, ganz toll, dass wir eben nicht nur, dass ich nicht mit einem Verlagsprogramm arbeite, sondern wirklich mit allen gefühlt. Ich habe alle Bücher, die gerade da sind, die in der Backlist sind. Ein Traum, oder? Bei Lovely Books alle, die hier stehen. Ja, schaut mal hinter uns. Es sind Verlagsautoren, es sind Self-Publisher, es ist wirklich die komplette Bandbreite der Buchbranche und man bekommt alle Trends sofort mit. Und eben auch das Feedback direkt von der Community, wie sie die Bücher dann auch finden. Das finde ich total aufregend und es macht eben jeden Tag auch wieder besonders. Okay. Gibt es etwas, was du schon immer mal über Lovely Books erzählen wolltest? Was ich eben ganz, ganz toll finde, ist eben diese Möglichkeit, dass man eigene Rezensionen dort schreiben kann und dadurch auch neue Bücher entdecken kann. Ich finde, das ist etwas, was Lovely Books wirklich auszeichnet. Das sind echte User-Meinungen und echte Leser-Meinungen und unsere Leser lesen sehr, sehr viel und sehr, sehr breit gefächert und man findet wirklich für jede Zielgruppe eigentlich auch die richtigen Bücher dann. Also egal, ob man sich jetzt für Fantasy interessiert oder für mittelalterliche Lektüre aus Sachsen, denn man hat immer irgendwo etwas bei uns gefunden, hoffentlich. Und stellt den Kontakt zwischen Leser und Autor natürlich. Exakt, ja, ne? Genau. So wie wir jetzt hier. Genau, ich würde sagen, wir sind ja die Autorenfraktion, die jetzt das sein dürfen. Genau. Und kennen die Plattform ja selber, ne? Weil wir benutzen sie natürlich auch selber. Und jetzt auch aus dem Hintergrund mitzuerleben, ist, also ich finde es unglaublich spannend. Ja, ich auch. Und jetzt ist natürlich die große Frage. Was ist denn die meistens unterschätzte Funktion von Lovely Books, die zum Beispiel vielleicht von Lesern, vielleicht von Autoren eher weniger benutzt wird, die aber sagen, okay, also unterschätzt. Ja, also meine wirklich Lieblingsfunktion von Lovely Books, die ich aber schon genutzt habe, also noch nicht bei Lovely Books gearbeitet habe, ist eigentlich der Lesestatus, wo man wirklich sagen kann, auf welcher Seite bin ich gerade bei einem Buch. Das ist zwar sehr prominent, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass es noch nicht so oft genutzt wird. Und was halt so toll ist am Lesestatus, man kann den auch kommentieren. Das heißt, wenn du jetzt ein Buch liest und ich lese es gerade auch, dann kann ich sagen, ha, du bist gerade an der Stelle, wie fandest du denn die? Und das finde ich ist echt ganz cool und man kann eben diesen Lesestatus auch bei Twitter und bei Facebook noch teilen, dass man es auch nach außen bringt zu Leuten, die vielleicht noch nicht bei Lovely Books sind. Betont so ein bisschen den Social Reading Charakter, ne? Das gemeinsam. Genau, exakt. Weil eine Leserunde ist ja auch so eine Art davon, die aber sehr viel mehr Platz hat natürlich zur Diskussion. Ein Lesestatus, der hat halt nur 140 Zeichen oder 280. Da hat man nicht so viel Platz, aber man kann sich halt sehr, sehr kurz fassen und ich finde das auch mal ganz cool, sich auf den Punkt zu konzentrieren, wo bin ich denn gerade und wie fand ich denn gerade das, was passiert ist in dem Buch und das dann eben auch rauszubringen
bei Twitter zu sharen. Das finde ich ganz, ganz spannend und ich hoffe, dass das noch mehr Leute machen. Okay, ich nutze es sogar, tatsächlich. Sehr gut. Ja, ihr habt es alle gehört, ja. Mehr benutzen. Ja, bitte. Und kommentieren. Kommentiert meinen Lesestatus. Ja, so, jetzt bin ich sehr gespannt. Was war dein coolstes Erlebnis? Du darfst aber auch gerne sagen, das Peinlichste, das Lustigste. Setz einfach was ein. Ja, komm. Lass uns dran teilhaben. Nein, ich hatte vorher eben überlegt, was so denn besonders cool ist. Und ich mag natürlich Livestreams bei uns sehr, sehr gerne, weil es schon cool ist, wenn da wirklich ein Auto da ist und man kommt ins Gespräch und hat dann auch meistens noch User da vor Ort, die dann eben auch noch Fragen stellen. Das ist schon ganz cool. Aber so das was mir immer so im Gedächtnis ist, was wahnsinnig großartig war, war vor 2 oder 3 Jahren auf der Leipziger Buchmesse bei unserem Community-Treffen mit Anne Freitag. Und wir hatten das mit Anne Freitag und weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Und wir haben dann nach der Community-Treffen quasi noch ein bisschen gesprochen. Und eine Userin kam auf mich zu und hat gemeint, ah, du bist die Marina Nordbreeze. Und mein Username ist Nordbreeze. Und es war dann so schön, weil am Freitag hat der Userin erklärt, woher mein Username kommt und dass er eigentlich Nordbreeze ist. Und das war so reizend, ja, weil ich nicht wusste, dass sie weiß, woher mein Username kommt. Und ihn dann auch noch richtig, also richtig ausspricht. Das war dann so, wow, okay, das ist sehr, sehr cool. Das ich gehöre zur Fraktion, die ihn falsch ausgesprochen hat. Nein, es ist Nordbreeze. Es ist der Norden und eine Breeze. Ja, es ist nicht Nordbreeze. Okay. Das ist total, das ist aber echt cool, das mal zu erfahren. Ja. Ja. Ich helfe gerne, ich helfe gerne. Ja, es ist Nordbreeze. Dürfen wir dich ein bisschen mit privaten? Natürlich, vielleicht nicht zu. Entschuldigung, kommt nicht dazu. Ja. Nein, wir bleiben beim Social Reading. Ja. Was liest du denn gerade? Was ist dein aktuelles Buch, das du zu Hause aus Spaß an der Freude liest? Ich lese immer aus Spaß an der Freude. ich habe gestern ein neues Buch angefangen und zwar Siri Hustvedt, Die gleißende Welt. Okay, und das ist welches Genre? Das ist Roman. Also Belletristik-Romane, ein bisschen höherwertig, ein bisschen literarisch anspruchsvoller. Genau, das genau. Ist, ja. Also wir sind die Mainstream-Fraktion, das ist klar. Ne? Ich glaube, das gehört auch schon zum Mainstream, aber ja, genau, das habe ich jetzt angefangen. Bin aber noch nicht so weit. Okay. Aber gut reingekommen? Ja. Macht Spaß? Ja, das ist immer das Wichtigste, ne? Das ist gleich am Anfang. Ja, ich hatte ein bisschen Angst, weil es geht um die Kunstszene und das ist eigentlich überhaupt nicht mein Thema, aber sie macht das sehr, sehr gewitzt, weil es ist nicht einfach so linear erzählt, sondern es wird so getan, als wird ein Buch geschrieben über eine Künstlerin. Und das finde ich sehr spannend. Also es ist quasi so ein Kapitel aus einem Buch, das es gar nicht gibt. Und das finde ich sehr, sehr schön. Ja. Okay, ich könnte mir vorstellen, dass jetzt ein paar dann abgreifen und sich das Ding auch anschauen. Ja, unbedingt. Also lohnt sich auf jeden Fall. Also eine Empfehlung. Ja, ja. Bisher schon. Also auf Seite 60 oder so. Okay. mit Abtrennung dann, ja. Genau. Liest du generell, was ist denn generell das Genre, was du gerne liest? Ich lese hauptsächlich eigentlich, Literatur ist natürlich das falsche Wort, aber Belletristik, Romane, das sind eigentlich so die Sachen, die ich sehr, sehr gerne lese. Ich lese auch öfter mal Jugendbücher, das kommt aber gar nicht mehr so ganz oft vor, aber das wäre so meine Genre. Was für ein Genre magst du denn so jetzt eher nicht, wo du sagst, damit könnt ihr mich gerne nicht abwerten gemeint, nein, einfach nur Geschmack. Genau, ne? Ich habe einfach bisher noch nicht das Buch gefunden, das mich da so überzeugt. Ich mag nicht so gerne Krimi und Thriller, was hauptsächlich daran liegt, dass ich es nicht mag, wenn ich nicht weiß, wer der Mörder ist, weil ich bin dann leider jemand, der hinten nachguckt. Weil ich ich lasse mich auch gerne spoilern. Also ich habe auch, wir hatten es heute in der Mittagspause, ich habe auch bei Gossip Girl sofort nachgeguckt, wer Gossip Girl ist, weil ich das nicht mag, weil ich das nicht weiß. Deswegen sind Krimi und Thriller für mich nichts. Also es ist dann nicht so besonders gut. Und wir hatten ja jetzt zur Leipziger Buchmesse ein Community-Treffen zum Thema Fantasy und da habe ich mich auch schon geoutet, ich bin kein Fantasy-Leser. Okay, Fantasy-Krimi, okay, da kriege ich aber einiges weg. Ja! Ne? Also, wow! Das ist aber gut, weil dann ist die Bandbreite ein bisschen kleiner und es sind eh viel zu viele Bücher, die bei mir zu Hause rumstehen, deswegen ist das ganz Hast gut. Hast du nie Harry Potter gelesen? Doch, oder so einen großen doch. Okay. Also ich habe Harry Potter gelesen, ich habe auch Herr der Ringe gelesen, ich hatte mit 15 auch eine große Fantasy-Phase, aber jetzt halt nicht mehr. Jetzt ist es erstmal vorbei. Ja. Vielleicht kommt ja irgendwann mal. Kann ja wiederkommen. Eben, kann ja wiederkommen. Ja. Kann ja noch. Also bei mir ist es zum Beispiel auch so, ne? Bei mir sind es immer mal so Phasen. Eben, manchmal habe ich auf das los, bei und mir auch. Das und tatsächlich, ja. In der Regel auch bei mir so Krimi, Science Fiction. Ja. Und dann kommt innen drin mal Warp Romance. Ja, ich gebe es zu, das kommt dann nur. Das ist dann wirklich so eine kleine Phase, Geschmack. Und dann ist es wieder so mehr Krimi. Also ich lese auch gerne mal wirklich sowas zum Abschalten, dann eben ein Liebesroman. New Adult, Young Adult, das finde ich auch total toll, das mal so nebenbei zu lesen. Ich brauche aber nicht die ganze Zeit. Okay. Das ist,
Aber wenn wir dabei sind, was ist dein Genre, was du nicht magst? Horror. Ist mir auch. Das eher so Horror-Slasher? Das ist nicht meins. Da ist dann zu mit vielen Teilen. Ja, ich stelle mir das Sachen viel zu schnell vor. Ich höre dann Geräusche, wo gar keine Geräusche sind. Ja, und ich... Kopfkino. Was Kopfkino reicht das ja schon. Das ist schon so, ne? So Schisser sind. Man dreht sich da nur um. Okay, das sind jetzt einig, oder? Ja, kein Horror. Bitte kein Horror. Okay, Fernsehen. Ja. Was ist so deine aktuelle Lieblings-TV-Serie? Und ich habe jetzt nicht Game of Thrones. Ich wollte sagen, du solltest noch Game of Thrones gucken. Wir auch. Wir haben vorher auch gesagt, wir am Montag gucken, dass sie schnell gehen, damit wir Game of Thrones gucken. Nein, also ja, natürlich, das ist natürlich komisch, weil ich habe gesagt, ich mag kein Fantasy, aber ich gucke sehr, sehr gerne Game of Thrones, weil das schon eine andere Art ist, das ist halt so politisch und mit Rängen und Schwer und man weiß nicht, wie man trauen kann und das finde ich ganz, ganz cool, ja. So, ja. Ich überlege gerade, was ich gerade so geguckt habe. Hast du eine Lieblingsfigur? Bei Game of Thrones? Ich finde eigentlich Tyrion sehr, sehr cool. Glaube ich, viele, oder? Und Sansa. Ich finde, Sansa hat eine ganz großartige Entwicklung einfach gemacht von einem kleinen Mädchen, das in ihrer Märchenpuppenwelt lebt und jetzt so ein Badass Mädchen, das finde ich, Frau, finde ich sehr, sehr cool. Also das mag ich schon sehr gut. Aber du hast eben so gelacht, als du eine weitere TV-Serie hast. Ja, das kann man jetzt. Also ich gucke nicht mehr so oft lineares Fernsehen, wie wahrscheinlich die meisten Leute. Also eher Netflixen. Genau, ja. Und was vor kurzem angelaufen ist, ist DuckTales. Und zwar die neue Version von DuckTales. Und das ist wirklich... Ich habe das früher als Kind immer geguckt. Ich weiß nicht, ob es im Disney Club oder in der Tiger Enten Show irgendwas kam. Diesen Song im Kopf. Der ist neu. Der ist jetzt von Mark Forster. Und ich dachte erst, das ist ganz, ganz furchtbar. Aber dieser Song ist so großartig. Guck den bitte an. Das ist wirklich großartig. Wie findest du die neuen Zeichnungen? Es hat sich ja ein bisschen modernisiert. Ich finde es sehr, sehr toll. Also, man muss sich erst dran gewöhnen. Das ist natürlich was anderes. Wenn ich meine, als ich als Kind war, ist es natürlich dieses Ding in meinem Kopf. Und auch das, wenn ich als erstes ein Lied höre, dann ist es die alte Melodie von, oder es ist immer die gleiche Melodie, aber der gleiche Text. Aber es ist schon ganz cool. Und was ich halt ganz cool finde, ist, dass die Rick, Trick und Track eigene Charaktere plötzlich sind. Das ist nicht so diese Masse von, das sind diese drei kleinen Enten, sondern die haben jeder eine Persönlichkeit und das machen sie echt ganz, ganz cool. Und ich kenne mich ansonsten in diesem ganzen DuckTales-Universum nicht besonders gut aus, aber mir wurde gesagt, dass da sehr viele Sachen, also sehr viele Anspielungen sind zu alten Büchern und das ist auch sehr, sehr cool. Und es kommen auch andere Serien von Disney vor. Das ist sehr lustig. Ja, muss ich mal gucken. Ja, wirklich, guck das mal. Das ist wirklich lustig. Die Loten habe ich geguckt. Ich weiß noch Drache und so. Ja. Ja, genau. Das macht mega Spaß. Ich musste, ich habe so Englisch schon geguckt. Ja. Und ich wage mal zu behaupten, dass ich das Englisch mittlerweile relativ gut verstehe, aber der Donald Duck war schon groß. Das ist auf Deutsch genauso schlimm. No way. Also ich habe es nicht geschafft. Aber im Englischen ist David Tennant ein... Der ja, natürlich. Das ist natürlich im Deutschen Fan, ne? nicht so cool. Da kenne ich die Synchronsprecher nicht, aber es ist wirklich sehr, sehr cool. Also kann man mal gucken, dauert immer nur 20 Minuten. Also ein sehr, sehr schöne Folge. Zwischendurch, ne? Ja. Und David Tennant kennst du von? Von Dr. Who. Von Dr. Who auch. Okay, gut. Ja. Also auch eine, das ist natürlich. Wenn es Fantasy oder Science Fiction ist, auch das gucken gerne, ja. Oder von Broadchurch. Broadchurch fand ich auch. Broadchurch. Ja. Gut, das ist jetzt auch ja quasi eine Doktorin dann, ne? Die jetzt dann genau, die neue Doktorin. Sehr, sehr cool, ja. Das stimmt. Jodie Whittaker. Glaube ich, diese, ja. Ich guck nicht mehr so viel Doktor Who. Ich war dann immer draußen. Aber gut. Aber ich war mal drin. Das ist doch ein gutes Schlussstatement. Ja. Möchtest du unseren Zuschauern noch irgendwas Besonderes sagen, was auf den Weg geben? Guckt unbedingt bei Navi Books vorbei. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr gutes Schlusswort. Und ihr habt hier gerade massig Chancen, denn wenn wir dieses Video hochgeladen haben, kommen noch zwei weitere. Ich werde euch nicht erzählen, was drin vorkommt. Das ist mir immer keine Spoiler. Überraschung. Und heute Abend, beziehungsweise wenn ihr das seht, wahrscheinlich gestern, war der Livestream. Wird der Livestream dann noch abrufbar sein? Ja, wir werden ihn auf jeden Fall speichern. Das heißt, ihr könnt euch den Livestream auch noch nachträglich angucken. Ja, und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr genau das tut. Genau. In diesem Sinne, macht's gut, habt eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.